Ja, hallo erstmal. Willkommen bei meinem Let's Play auf der Old Map. Diese Map war bei Modhossa vor einiger Zeit drinne, aber nur für eine kurze Zeit, da Beschwerden kamen etc. Aber ich war schneller und konnte sie mir downloaden. Habe sie dann nach meinen Wünschen umgestaltet und will sie jetzt mit euch im Let's Play spielen. Meine Ziele beim Let's Play werden sein, mindestens 200 Kühe zu haben, 50 Schafe und der Kredit sollte komplett abgezahlt sein. Und dass wir auch uns noch ein paar andere Geräte zulegen werden, also etwas größere, etwas besser, dass man auch besser und effizienter arbeiten kann. Wie gesagt, das ist die Old Map. Eine sehr alte Map, daher die Gebäude und sonstiges auch schon sehr alt. Das Dorf ist eigentlich auch recht alt gestaltet, muss ich sagen. Aber genau nach meinem Geschmack. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, diese Map mit euch zu spielen. Und wie gesagt, schaut einfach rein, guckt zu. Der Milch-LKW fährt jetzt natürlich völlig umsonst, weil wir überhaupt noch keine Kühe haben. Aber der weiß es halt eben nicht. Okay, wie gesagt, das ist die Old Map. Schönes Futterlager verbaut. Einige Felder sind schon erntereif, einige noch nicht. Wir haben eine kleine BGA. Also keine große Aktion machen, da ich nicht so selbst der Typ bin für große Maishäckselaktionen und sonstiges, große BGAs zu befüllen. Ich stehe mehr eben auf diese kleineren Sachen, aber das werdet ihr dann in den weiteren Let's Plays sehen können. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Map hat Forst Mod verbaut und Gülle Mist Mod ist verbaut. Einige kleine Skripte sind verbaut, wie Digitalanzeigen an den Zapfsäulen, an den Füllständen der Silos etc. Und will gar nicht lange rumschnacken und will dann auch gleich anfangen. Wie gesagt, da wir ja gut im Minus sind bei unserem Kredit, also werden wir gleich mal anfangen. So, dann werde ich mir gleich mal den Schlepper schnappen. Dann werden wir anfangen, die ersten Felder zu ernten, weil unsere Silos komplett leer sind. Und wir müssen natürlich ein bisschen Geld dran schaffen. Ich würde sagen, wir werden hinten auch gleich mal anfangen, dass wir hier ernten können. Und wie gesagt, dass wir so schnell wie möglich unsere Konten voll kriegen. Werden wir hier was anfangen, kleine Wege. Werden auch nicht großartig einlagern, dass wir das gleich wegbringen und gleich zum Geld machen. So, dann haben wir noch einen schönen alten Klaas Dominator 106. Der hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Aber ich finde, passt hervorragend zu diesem alten Hof. Wir werden natürlich sicherlich noch größere Drescher und so kaufen. Aber erstmal können wir nur das, was geht. Ja. Kommt schon, wunderbar. So, Schneidwerk anheben, wunderbar. Und auf geht's zum Feld.
Licht. Auch ganz schön gemacht. Wie gesagt, für den alten Drescher ist das wunderbar. Klimaanlage haben wir natürlich nicht verbaut. Ich schwitze mir auch schon den Arsch frei hier. Aber geht schon. Hier links ist die Wiese. Und so wie ihr seht, keine Tiere vorhanden. Das ist dann echt langweilig bleiben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu Netz etc. oder zu irgendwelchen Umbauten oder was weiß ich, was ihr alles fragen wollt, könnt ihr natürlich anschreiben. Wir werden so schnell wie möglich hier an Bord stehen und natürlich was auch dürfen. Einige Mods sind Privatmods, die wir selbst hingeschrieben haben, zu erwähnen. Auch nicht alles gut. Aber bei Fragen stehen wir euch natürlich gern. So, da wir natürlich noch Strom brauchen für unsere Tiere später. So. Dann werde ich mir meinen Schlepper holen, das erste abtanken und dann würde ich sagen, bringen wir das noch weg. So, dann wollen wir mal gucken, wo es dann am meisten Kohle gibt. Dann fahren wir zu Kolbis Landhalle. Der gibt noch am meisten. Dann machen wir das gleich schon mal zu Geld machen. Öffnen. Und dann werden wir das mal zum Abladen bringen. Hier auch bei Kolbis Landhandel kann man Kalk kaufen, Kunstdünger und auch Saatgut.
Oder man kann halt die Holzhackschnitzel wegbringen. Ja, oder halt Kartoffeln und Zuckerrüben. Kann man auch verkaufen. So, das waren nochmal 5000 Euro, die wir dazu bekommen haben. Das ist doch schon ganz gut. Oh, nicht so schnell. So, dann sage ich erstmal bis hierhin und nicht weiter. Beim nächsten Let's Play werden die Felder schon abgeerntet sein, zumindest diese beiden Weizenfelder, sodass ich euch nicht die ganze Zeit langweile, wie der Drescher auf und abfährt, dass wir auch ein bisschen mehr sehen können, erleben können, etc. Bis dahin sage ich tschüss, danke fürs Zusehen und bis demnächst.